Knie. Christian! Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Christians Kampfansage an Sodbrennen. Ja, meine kleine Ernährungsumstellung, die ich mir jetzt vorgenommen habe. Ich werde euch gleich mal auf den neuesten Stand bringen, aber erstmal erzählen, was der Auslöser war und was ich bisher so in mich reingestopft habe, was die Sonne Essen betrifft. Der Auslöser war halt gewesen, dass ich halt vom ganz normalen stinkenden Brot, was ich früher sonst eigentlich auch immer gerne gegessen habe, plötzlich anfing, extreme Sodbrennen zu bekommen. Gerade auch abends, wenn ich was gegessen habe, war halt immer extrem, wenn ich schon schlafen wollte und meine ganze Magensäure dann wieder quasi zurückgewandert ist, weil das ist ja so brennend, wenn überschüssige Magensäure zurück in die Speiseröhre gelangt. Ich habe mir schon die wildesten Horrorszenarien ausgemalt, was da wohl los sein könnte, ob irgendwie der Verschluss zum Magen hin irgendwie geschädigt ist, weil die Magensäure wieder nach oben gedrückt wird und so eine Kacke, ja. Also ich habe mich da so ein bisschen belesen und sollte man das Internet lieber sein lassen. Wenn du eingibst hier Sodbrennen bei Google, heißt du stirbst gleich in 3 Tagen. So nach dem Motto, nur quasi ja mit jeder Krankheit, die man dabei gesucht. Also habe ich ein bisschen Panik geschoben, habe mir gedacht, nee, fang da nicht drauf rein, sondern versuch mal deine Ernährung umzustellen. Und habe mir dann halt, wie gesagt, dieses glutenfreie Knusperbrot hier geholt. War ja auch im ersten Video zu sehen. Die letzten Reste, die übrig geblieben sind, obwohl schon eine Weile her ist. Ich kann jetzt natürlich jeden Tag immer das gleiche fressen, das natürlich nicht, aber es hat sehr gut geschmeckt. Ist sehr knusprig. Ich schätze mal, das hält sich auch eine ganze Weile. Ich habe da halt immer so ein bisschen Margarine und Flammus drauf geschmiert. Der Sodbrennen ist wirklich weggegangen. Also ich hatte dann, nachdem ich gegessen habe, kein Sodbrennen mehr gehabt. Ich musste jetzt zwar hier ein bisschen mehr reinstopfen, die ich zu, aber es hat trotzdem satt gemacht. Und für 99 Cent haben wir jetzt hier so eine Packung drin gehabt von dem Brot hier. Na, also hier sind jetzt glaube ich 8 Scheiben oder 10 drin, wenn ich mich irre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau, also 2 Packungen mit jeweils 2x10 Scheiben, also insgesamt 40 Scheiben Knusperbrot. Und das hat halt wirklich geschmeckt, war schön knusprig. Dann habe ich mir später Knäckebrot geholt. Ja, das auch mit Flaumus gefuttert. Da kam dann schon wieder ein bisschen Sodbrennen hoch, aber jetzt nicht so stark wie durch das normale Stinkebrot, was ich mir mal gekauft habe. Aber ist trotzdem eine gute Alternative zu diesem Maisbrot, weil hier einfach mehr drin ist und der Preis war auch okay. Es wird auch wieder eine Markenware hier von Vasa, aber ich denke mal, preiswertet Knäckebrot sollte auch funktionieren. Jedenfalls war auch da das Sodbrennen dann so gut wie gar nicht mehr vorhanden. Also es war noch kurzzeitig für 5 bis 10 Minuten war da, aber dann war es auch wieder weg. Also hat den Magen definitiv beruhigt. Also besser beruhigt als vorher. Jetzt bin ich natürlich noch einen Schritt weiter gegangen, ne? Weil noch nicht alles. Da hatten wir überlegt, so, nur Brot, das ist ja nicht so richtig. Versuch's mal mit Obst. Jetzt bin ich aber ja auch der Meinung, dass Obst, also das preiswerte Billigobst, vielleicht auch nicht gerade so gesund ist, wie dargestellt wird. Man weiß halt nicht, wenn es halt geerntet wird, ob die da nicht beim Düngen oder so, was die da für Scheiße rüberspringen, damit es schneller wächst oder gesünder aussieht, keine Ahnung. Ja, man traut den Menschen inzwischen alles zu, ja. Also bin ich in den nächsten Bioladen gegangen und habe mir Orangen geholt, und zwar Bio-Orangen. Und ich muss ehrlich sagen, im Vergleich zu den Billig-Orangen waren die richtig saftig, richtig süß, die waren kernlos. Ja, also die waren richtig frisch. Ja, also da habe ich echt nicht genug von haben können. Die waren auch relativ schnell leer. Gut, 2, 3 sind noch drin, aber da habe ich echt zugeschlagen. Und das, obwohl ich Orangen eigentlich eher seltener esse. Ne? Ich bin eher so der Naschi-Bion-Fan. Da werde ich mir auch wieder welche holen. Naschi-Bion sind übrigens auch sehr gesund. Das gesündeste, was ich mir aber derzeit geholt habe, ist, wo hat es, vielleicht hat es hier gerade in der Nähe rumzuliegen. Ah, also ja, genau. Und zwar habe ich jetzt angefangen, also erst seit, sag mal, seit 2 Tagen, mir hier Ingwer zu holen. Und zwar, Ingwer muss ich jetzt, gut, jeder weiß, wie Ingwer aussieht, ich zeige mal trotzdem kurz in der Kamera, ja, hier so einen Ingwer-Knolli holt, um mir daraus halt Tee zu machen. Ich habe halt gelesen, dass Ingwer ein sehr starkes Heilmittel sein soll, sehr intensiv, ist halt ein Gewürz aus China und Indien. Riecht ein bisschen säuerlich wie eine Zitrone, auch ein bisschen was Süßliches dabei. Aber so rinbeißen will ich abraten, weil das Zeug ist höllisch scharf. Ja, ist auch eigentlich eher ein Gewürz, kann man, wie gesagt, an mir das Essen mit dran machen. Ingwer wirkt antiseptisch, also keimenbekämpfend oder keimenvernichtend oder wie das heißt. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich habe es vorher mit Google geguckt, aber schon vergessen. Ja, in solchen Sachen versucht man die Information zu behalten, aber mein Jürgen sagt, nö, ist unwichtig, muss weg. Ja, dann haben wir mir noch Zitronen geholt aus dem Bioanbau. Das war, da will ich mir halt auch, wie gesagt, Zitronensaft draus machen.
Vielleicht für den Ingwertee auch so ein bisschen zum leicht ansäuern, obwohl ja schon, wie gesagt, der Ingwer schon säuerlich genug ist. Eigentlich ist, muss da keine Zitrone mehr ran. Aber Zitrone hat ja auch so ein bisschen Eigengeschmack. Ja, dann, was haben wir noch? Ja, habe ich mir bei Edeka, genau, habe ich mir dann so ein Weißbrot geholt, was glutenfrei ist. Für 3 Euro, die ganze Packung. War auch nicht sehr viel drin, muss ich ehrlich sagen. Hat das Preis-Leistungsverhältnis gar nicht gestimmt. Ja, also viel zu viel Geld für viel zu wenig Brot. Aber auch das habe ich besser vertragen als dieser olle Billig-Scheiß, den ich mir sonst geholt habe. So, was noch? Dann habe ich mir bei Rewe so ein Brot geholt. Das sah auch so aus wie so ein ganz normales Mischbrot. Auch wieder ziemlich teuer für 1,99 €. Das liegt bei mir noch im Kühlschrank, deswegen gerade so ein bisschen rüber geguckt. Und ich muss sagen, das hat mir gar nicht geschmeckt. Das hatte so einen säuerlich bitteren Geschmack. Das fand ich richtig eklig. Das war überhaupt nicht meins. Und sagt, das holst du dir nicht normal, Christian. Das lässt du mal lieber sein. Also, wie gesagt, ich bin da noch so ein bisschen auf dem Durchschaukurs, was am besten zu mir passt. Bioläden-mäßig in Berlin, wo einige sind, da werde ich auf jeden Fall mal ranfahren. Auch da schön gesehen, so ein großes rundes Brot für 4, 5 Euro. Also, sind zwar große Scheiben, aber müsste ich mal ausprobieren, wie sich das dann auf mich, wie das dann auf mich wirkt. Ja, ansonsten bin ich noch nicht ganz so weg vom ungesunden Zeug. Ich habe zum Beispiel letztens was entdeckt aus dem Energy-Bereich. Komme ich dann doch nicht ganz so weg. Ne? Ist hier Monster Rehab mit Pfirsichgeschmack. Denn das gibt es ja inzwischen mit Zitrone und Grün-Tee-Geschmack. Vor allem jetzt auch ohne Kohlensäure. Kann man super trinken. Und in den Pfirsich-Eistee habe ich mir, Energy-Drink, habe ich mir wirklich ein bisschen verliebt, muss ich ehrlich zugeben. Ist sehr lecker. Also ich finde, ich trinke seine. Muss natürlich höllisch aufpassen, dass ich es nicht übertreibe. Letzten Endes ist es doch ein Energy Drink mit erhöhten Taurin- und Koffeingehalt. Kann sich letzten Endes dann doch sehr negativ auswirken, wenn man davon zu viel säuft. Und gerade wenn irgendwann richtig gut schmeckt, dann will man davon immer mehr haben. Und deswegen muss ich da auch ein bisschen schweren Herzens auf die Bremse treten. Ich hoffe, dass der dauerhaft im Bestand bleibt. In letzter Zeit ist es ein bisschen weniger geworden. Ich musste da schon einige Läden hinterher, um den noch zu bekommen. Ja, also ganz so ohne so ein Zeug bin ich noch nicht weg. Ich merke aber allerdings, wie gesagt, schon die ersten, ich sag mal, Veränderungen so ein bisschen. Ja, also, wie gesagt, das Sodbrennen ist wirklich weniger geworden. Ist auch nicht einmal so schmerzhaft. Durch das Kleckerbrot, wie gesagt, 5 bis 10 Minuten war weg. Und was ich von letzten Tag mitgekriegt habe, auch seitdem ich hier den Ingwer-Tee trinke, meine Verdauung arbeitet sehr gut, was sie auch geräuschemäßig und geruchsmäßig dann auch bemerkbar macht. Also ich habe heute richtig viel rumgefurzt, muss ich sagen, und das war auch nicht wirklich angenehmer Geruch. Aber teste auch, je stärker ein Furz stinkt, desto besser arbeitet die Verdauung. Und ich denke mal, dass es auch zum Teil auch an dem Ingwer liegt, weil der soll ja auch halt die Verdauung anfördern und auch sehr darmfloramäßig da gut agieren. Also bleibt auf jeden Fall dabei. Auch hier würde ich sagen, reichen 2 Tassen Tee am Tag mit jeweils 2 Scheiben ungefähr 1 Zentimeter dick. Ja, die Schale mag ich dann mit ab, die möchte ich nicht unbedingt meinen Tee haben. Obwohl ich jetzt aber nicht so wirklich weiß, ob da auch die meisten Stoffe, die helfen, in der Schale drin sind. Ist ja meistens immer so, also oftmals immer so, ne? Also muss ich mich da ein bisschen schlau machen. Gut, ich denke mal, ihr wartet auf den neuesten Stand. Obwohl, ihr seid noch vergessen, ich werde jetzt noch ein bisschen anfangen, öfter Fisch zu essen. Ich habe auch gelesen, dass Lachs auch sehr positiv sein soll für Blutarterien und so weiter. Genauso wie gewisse Obstsorten wie Melone und so weiter. Da werde ich mich auch mal ein bisschen schlau machen. Und ansonsten, ja, werde ich, wie gesagt, beim Ingwer-Tee bleiben oder halt Wasser trinken. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall werde ich am Ball bleiben. Ich werde jetzt wieder ein paar Tage verheilen lassen und gucken, weil ich doch so ein bisschen Essen rankriege und wie sich das den nächsten Tag auf mich auswirkt. Und dann werde ich euch wieder erzählen, wie ich mich fühle und was sich bei mir so verändert hat. Und dann kommen wir dann im nächsten Video, wenn ich das mache, auch wenn ich ein bisschen rasiert bin und die Haare wieder runter habe, weil ich sehe gerade aus wie ein Waldschrat. Das gefällt mir ja nicht. Aber gut, ich sehe auch ohne Bart aus wie ein Haufen Mist. Ja, so viel dazu. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Wenn nicht, dann ist recht. Wisst ihr ja. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Bye, bye.